Moin, moin, liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Final Fantasy VII Crisis Core. Und wir machen da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Dummäpfel reifen nur in Banora. Warum? Es hat etwas mit der Beschaffenheit des Bodens zu tun. Genesis hat immer einen Dummapfel bei sich. Ich hätte eher darauf kommen müssen. Hat sich ganz schön verändert. Das ist dieses Dorf, wo Angel und Genesis aufgewachsen sind. Irgendwie hat sich das etwas verändert. Würden Sie wohl auf Cloud aufpassen? Selbstverständlich. Nanu, was ist das? Wollen wir mal hin da? Ich glaube, wir gehen jetzt schon sehr aufs Ende zu. Wenn ich da runterklette, komme ich vermutlich so schnell nicht wieder raus. Erst noch etwas umsehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon, ob wir schon so geeignet sind fürs Finale. Haben wir hier dann aber auch einen Speicherpunkt? Haben wir hier aber auch nirgendwo, ey. Somit kann ich auch keinen Missionskatalog starten. Dann, was soll's. Gehen wir rein in die gute Stube. Vielleicht ist da unten ja doch direkt noch ein Speicherpunkt dann. Fuck. Verklickt. An diesem Tunnel kann ich überhaupt nicht. Ich mich überhaupt nicht erinnern, oder von wohin führt er? Ich vermute eigentlich, dass hier gleich noch ein Speicherpunkt irgendwo sein muss, aber. Schauen wir mal. Erster Preis, weiß man nur, was sagt, Kategorie der Fertigprodukte, nationale Agrarauszeichnung. Abgefahren. Die Idee für diesen Saft hatte der aus Banora stammende junge Genesis. Das ist ein Scherz, oder? Genesis Kommentar, ich fühle mich sehr geehrt. Man sollte aber nicht außer Acht lassen, dass auch die Äpfel an sich ausgezeichnet schmecken. Ich wünsche mir, dass ich irgendwann einmal den Helden Sephiroth einen Apfel zum Probieren geben kann. Denn ich würde ihm gerne zeigen, dass auch ich schon etwas auf die Beine gestellt habe. Schließlich sind wir gleich alt. Genesis. Ob ich ihm noch irgendwie helfen kann? Ich mag diesen Sound. Dieser Gitarren-Sound. Lichtmateria. Oh, da hinten ist ein Speicherpunkt. Und da wir in meinen Augen halt noch nicht dafür bereit sind, werden wir noch mal ein paar Missionskataloge vom Schluss machen. Wir haben hier nämlich echt noch viel zu tun und haben eigentlich noch nichts geschafft. Machen wir mal Hojos Versuchslabor. Wir können ja mal die Schweren als erstes, die Schweren machen direkt. Schließlich sind wir ja eigentlich schon relativ stark und wir haben die Missionskataloge halt bisher ausgelassen, weil ich da eigentlich nicht die Zeit mit verschwenden wollte, aber wir sind, glaube ich, vom Level her halt zu low, um eigentlich um jetzt schon den finalen Kampf anzutreten, weil die letzten Kämpfe waren alle relativ schwierig und knapp. Vielleicht würden wir es irgendwie mit Ach und Krach schaffen, aber
Seht es mal als ein bisschen Bonus an, dass wir hier einfach noch ein bisschen was sowas hier machen. Vor allem, ich bin der Meinung, wir können auch eigentlich noch die Beschwörung bekommen. Und das haben wir vielleicht ausgelassen, dadurch, dass wir... Oder habe ich ausgelassen, dadurch, dass ich einfach die ganze Zeit durchgerusht bin und diesen Missionskatalog nicht gemacht habe. Wisst ihr, was ich meine? Da geht's nicht weiter. Da sehe ich auch nichts. Auch noch nicht der Endkampf zu sein. Hier. Wir können hier vor allem halt Gegenstände, glaube ich, finden, die uns auch nochmal krass verstärken können. Wenn wir die ganze Mission mal machen. Ah, da ist der Endgegner. Jetzt mal eben kurz... Geheimagentenbedarf. Allheilmittel. Brauchen wir mal ein paar. Boah, wir sind ja gerade stumm. Ist ein bisschen hart, wenn wir mit stumm per. Das war doch der Endgegner Angel, oder? So, und jetzt ruf da. Schade, kein Level Up. Level Up, weil Level Up sind eigentlich jetzt mein Ziel. Deswegen will ich ja eigentlich das hier machen. Dass wir noch wenigstens irgendwie 10 Level oder so mal aufsteigen. Ja, komm. Schicken einfach deinen Blitz in die Fresse. Nächste Ultimate Phase. Sauber. Aber wieder kein. Level up. Aber Stufe Luftstark, Stufe 5. Ist auch nicht schlecht. Jetzt heilt der Spacken sich auch noch. Geschafft! Sehr schön! Subvitra. Sehr schön. Hatten wir auch noch nicht, glaube ich, so Vitra. So, und jetzt machen wir direkt den nächsten. Also erstmal kurz speichern zwischendurch. Das ist glaube ich, immer ganz gut. Dann können wir noch einmal kurz checken, ob da eine Ausrüstung bei war, die uns vielleicht was bringt. Ich glaube, wir haben da irgendwas bekommen, was wir noch nicht hatten vorher. Ah, nix. Doch nicht. Und jetzt... fuck. Nächste Mission. Monster. Forschungsprojekt. Monster in Midgar. Streift sich durch Bestia Arion. Ochos Versuchslabor. Puh.
Hier steht sogar immer noch schwer. Guck mal, wir aber auch vom Level her, wir sind so low. Gesperrte Verbindung, Streifzug durch Bestia, Gongaga. Machen wir mal eben kurz den hier. Wir müssen eigentlich hier mal einfach nur gucken, wo ist irgendein Vieh, das schon da steht. Ich sehe aber jetzt gerade noch nichts. Na komm, mit Level up, sehr gut. Komm, Level up. Ah, scheiße, wieder kein Level up, ey. Fuck. Und das... Der harte Angriff ist mega unnötig für so ein Drecksvieh, ey. Sehe aber echt kein Vieh, ne? Ah, da ist es doch. Dann machen wir den mal platt. Also im Kampf sieht man es auf jeden Fall nicht. Oh Mann, ey, jetzt nerven die Dinger aber auch. Rum hier vor. So, damit haben wir die Mission geschafft. Giftimpuls. Das ist aber auch nicht das, was ich mir erhofft hatte. Gewesen. Missionen. Waffenentwicklung. Monster in Midgar. Aber hier gibt es ja nur eins. Machen wir das auch mal. Kann ich da überhaupt weglaufen? Ich glaube nicht. Ich will ja eigentlich nur durchrushen bis zum Gegner und dann... Nein! Da hinten ist er doch. Mystil. Laufen wir außen lang. Sehr schön, dann haben wir den auch schon. Da sind wir schon beim Endgegner. Oh, wie unnötig, dass wir jetzt so eine Ultimate Pace kriegen. Level up, Level up. Oh, und auch kein Level up. Gar nichts. Nicht mal ein Zauber ist Level up gekommen. Kriegen wir so eine Heilwelle. Und was kriegen wir hier als Belohnung? Psyche-Stärker. Brauchen wir bestimmt ganz dringend. So, und eine Mission geht noch. Materia-Jäger, Zack.
Voteikriegs, Genesis Vormarsch. Ah, hier, Rückkampf gegen Ifrit. Sowas habe ich gesucht. Guck mal, hier geht's auch direkt los. Hier wird nicht lang geschnackt. Hier geht's gleich gegen Ifrit. Ich glaube, wenn das klappt, dann ist er, könnte der direkt tot sein. Denn das ist halt wirklich... Ich glaube, das stand sogar sehr leicht, oder? Weil das ist halt so stark, wie es damals auch war. Und das war's. Guck, das war's schon. Ifrit-Materie erhalten. Aber das dachte ich mir eben schon. Diese Mission wollte ich machen. Und die werden wir in der nächsten Folge fortsetzen, weil ich die ganzen Materia nämlich haben will von den ganzen Beschwörungen. Dann können wir nämlich auch die Beschwörungen im Kampf einsetzen. So, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo, einen Kommentar oder einen Daumen da lassen würdet. Wie gesagt, bleibt stabil und bis zur nächsten Folge. Und da gucken wir dann, ob wir die restlichen Beschwörungsmaterias bekommen. Bis dann, ciao.